Dein Haus sieht so langweilig kastenförmig aus und du findest deinen Einrichtungsstil langweilig und öde? Dann bleib dran und ich zeige dir mit ein paar einfachen Tricks, wie du auch als Anfänger dein Haus optisch aufwerten kannst. Bevor wir allerdings starten, würde ich euch empfehlen, den Cheat bb.moveObjects anzumachen und dann kann es auch schon losgehen. Tipp Nummer 1: Wenn du keinen Kasten bauen möchtest, bau keinen Kasten. Baue stattdessen lieber kleine Räume, die sich aneinanderreihen in unterschiedlicher Größe und überlege dir, wie viel Zimmer dein Haus haben soll. So hat dein Haus die erste interessante Raumaufteilung und ich habe hier zum Beispiel ein Schlafzimmer, einen kleinen Hobbyraum, ein Bad, einen Eingangsbereich und einen Wohn-Essbereich. Ich kann euch auch empfehlen, mit den Raumgrößen herum zu experimentieren. Vielleicht gefällt euch der ein oder andere Raum etwas größer, dann doch etwas besser. Mein nächster Tipp ist bereits jetzt mit den Türen und Fenstern herum zu experimentieren. Also natürlich kann ich jetzt das günstigste Fenster nehmen und das hier überall einbauen, um ein bisschen Geld zu sparen. Aber ich finde, wenn ich ein bisschen mehr Geld für die Grundausstattung an Türen und Fenster ausgebe, erziele ich gleich eine viel, viel bessere und viel, viel eindrucksvollere Wirkung von der ganzen Raumgestaltung, als wenn ich diese billigen Fenster einbaue, die auch überhaupt kein Licht in das Haus bringen. Und schon wirkt das Haus um einiges freundlicher und um einiges offener. Und da der Grundstückswert dieses Grundstücks bisher nur bei 8.500 Simoleons liegt, habe ich ein gutes Budget, um hier noch eine kleine Grundausstattung reinzukriegen. Als nächstes kümmern wir uns aber erstmal um die Wandfarbe, denn unser Haus ist noch jungfräulich nackt und das wollen wir natürlich nicht. Das Ding ist jetzt allerdings, du hast hier echt die Qual der Wahl an Farben und bist vielleicht erstmal komplett damit überfordert und weißt überhaupt nicht, was mache ich jetzt eigentlich. Und da habe ich auch einen Tipp für euch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber macht erstmal alles weiß. Dann habt ihr erstmal eure Grundfarbe aufgetragen für euer Haus und für eure Räume und könnt dann immer noch in Ruhe gucken, was ihr haben wollt für Farben in den Räumen. Mit den Böden mache ich das übrigens auch gerne. Dann hat man nämlich überall schon mal einen Boden drin und kann sich dann überlegen, was man da vielleicht anderes reinhaben möchte. Wenn wir uns das Haus nämlich so erstmal anschauen, sieht es aus wie ein kernsaniertes Objekt und nicht mehr wie eine Bruchbude, die noch renovierungsbedürftig ist. Und das ist schon mal der erste Schritt, um weiterzukommen in der Hausgestaltung. Ich finde übrigens, es schadet an dieser Stelle nicht, auch hier schon die Beleuchtung einfach einzubauen. Dann hat man sie nämlich schon in seinem Haus, muss sie nachher später vielleicht nicht nachtragen, falls man sie vergessen hat. Und man hat erstmal so ein solides Grundgerüst, um zumindest auch schon mal Möbel reinzustellen und kommt schon mal von diesem Kassenbau, den man sonst gebaut hat, erstmal weg. Jetzt könntet ihr euch natürlich um die Einrichtung kümmern. Ich für meinen Teil mache es meistens immer so, dass ich erstmal mit dem Außengelände dann anfange, hier noch ein paar Akzente setze und noch ein paar Pflanzen, damit das von außen auch schon mal schön aussieht und ich mich dann in Ruhe um die Inneneinrichtung kümmern kann. Was ich bei meinen Häusern gerne mache, ist, sie um eine Stufe anzuheben. So kriegen sie nämlich einen leichten Sockel, den wir gleich auch noch anpassen können. Und für meinen Garten kann ich auch gleich die Terrasse mit anbauen. Ich finde übrigens, man sollte die Wirkung von diesen Fundamenten hier absolut nicht unterschätzen. Für meinen modernen Wohnbaustil mag ich es zum Beispiel sehr gerne, diesen schwarzen Sockel hier zu haben. Und das wirkt einfach gleich komplett anders, wie ich finde. Da ich diese Betonoptik hier natürlich nicht beibehalten möchte, nehmen wir jetzt hier mal diesen edlen Holzboden und legen ihn auch mal ganz dekadent hier vor unsere Tür, damit wir hier einen schönen Eingangsbereich haben und einen tollen Zugang zu unserem Haus. Mein nächster Tipp, ich finde, man kann übrigens hier mit Kies oder auch mit den anderen Steinarten, kann man wunderbar diese Wege hier zum Beispiel hervorheben oder hier zum Beispiel noch um das Haus herum bauen. Und so hebt sich unser Haus optisch von außen auch schon in den ersten Zügen ab. Zum Haus gehört natürlich auch so ein Autostellplatz, wie ich immer finde, den kann man hier auch einfach immer schön mit dazu bauen. Dann verlängern wir optisch den Weg noch zum Parkplatz und schon haben wir einen schönen Eingangsbereich. Noch ein weiterer Tipp von mir, ich finde, Zäune runden das optisch auch immer ein bisschen ab. Das sieht dann alles ein bisschen geordneter aus. Hier baue ich dann zum Beispiel Pflanzen rein. Das baue ich immer sehr gerne bei meinen Häusern. Lege das dann hier gleich auch noch mit Erde aus. Und dann sieht das optisch auch schon mal ein bisschen aufgewerteter aus. Dafür benutze ich dann natürlich das Geländetool und sprühe hier einfach ein bisschen die Erde auf den Boden. Und dann platziere ich auch schon die ersten Pflanzen, um das Haus hier direkt ein bisschen aufzuwerten. Ich platziere zum Beispiel immer gern diese Hecken mit den weißen Blüten hier. Das wertet das Haus fürs Erste erstmal auf. Und mit 30 Simoleons pro Hecke ist die auch recht günstig. Ich finde übrigens, so ein Bäumchen rundet das Haus immer noch ein bisschen ab. Da kommt es aber wirklich echt auf den Geschmack drauf an, ne? Soll es hier vielleicht so eine Buche sein? Wollt ihr sowas Dezentes haben?
Vielleicht wollt ihr ja auch hier so eine gigantische Fichte irgendwie im Garten haben, ne? Das müsst ihr dann natürlich dann für euch entscheiden. Ich persönlich baue zum Beispiel die Zitterpappel immer ganz gerne, weil ich finde, dass dieses helle Holz von dem Baum hier einfach mit der modernen Bauweise ganz gut funktioniert. Und dann umspiele ich das meistens gerne noch mit den Gewächsen hier zum Beispiel. Dann sieht das ein bisschen belebter aus um den Baum herum. Dann platziere ich hier noch so ein langweiliges Gänseblümchen mit dazu. Und schon haben wir mit ein paar einfachen Klicks uns optisch ein wenig aufgewertet, vom langweiligen Kasten zu einem schönen, entspannten Eingangsbereich. Mein nächster Tipp ist, rein weiß ist ja schön, aber es wirkt immer ein bisschen eindrucksvoller, wenn man versucht, noch mit anderen Farben oder mit anderen Akzenten etwas hervorzuheben. Wie zum Beispiel hier in der Außenfassade bietet es sich immer ganz gut an, etwas mit Stein oder auch mit Holz zum Beispiel zu machen. Hier kann man zum Beispiel diesen Bereich von diesem Raum, der ja hier hervorgehoben ist, den kann man zum Beispiel mit Stein hervorheben. Und schon sieht das optisch gleich ganz anders aus und hat nach außen hin eine ganz andere Wirkung, dieses Haus. Jetzt fehlt zur optischen Komplettierung noch das Dach. Wenn wir mal hochgucken, gibt es nämlich noch keins, aber das können wir ändern. Auch hier gibt es ein paar Tipps, wie ich finde, die ich euch gerne mal näher bringen würde. Mein erster Tipp ist, es muss nicht alles Dach sein. Und ich zeige euch auch jetzt, was ich meine. Dazu lassen wir diese Fläche hier um das Dach herum frei, gehen in diesen Halbwändereiter, benutzen die niedrigste Halbwandform. Wie ich finde, kann man damit wunderbar Akzente auf dem Dach setzen, was ja auch das Haus natürlich optisch dann einmal ein Stück weit aufwertet. Und wenn man das dann natürlich farblich hier noch alles für sich anpasst, hat man mit einfachen Tricks und wenig Klicks ein modernes Dachdesign. Für den modernen Baustil mache ich zum Beispiel das Dach immer noch gerne ganz schwarz, weil ich finde, dass es immer sehr clean aussieht. Füge dann immer noch diese Dachverkleidung mit hinzu und schon sieht es optisch schon ein bisschen hervorgehoben aus. Auch hier können wir gegen diese langweilige Optik einfach ein bisschen Gras auf das Dach bauen. In vielen modernen Bauhäusern werden ja die Flachdächer auch begrünt und ich finde, das trägt hier auch zum Ambiente des Hauses einfach mit bei. Später auch für die Spielbarkeit dann. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr noch einen Briefkasten platziert. Ich baue den immer gerne neben den Eingangsbereich. Man kann ihn aber natürlich auch hier vorne hinbauen, wenn man den lieber da haben möchte. Was für die Spielbarkeit auch noch wichtig ist, ein Mülleimer, damit die Sims halt ihren Müll wegschmeißen können. Ich stelle das halt immer so nebens Haus, weil ich so einen Mülleimer jetzt ja auch nicht direkt neben dem Eingang stehen haben möchte. Ich finde, dann steht er da hinten halt ganz gut. Dann kommen wir auch schon zur ersten Basiseinrichtung und eigentlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das machen können. Also entweder pinseln wir jetzt die Wände um oder wir machen das, nachdem wir die Möbel platziert haben. Ich mache das immer, nachdem ich die Möbel platziert habe, weil ich finde, man kann auch noch mal gucken, ob man vielleicht die Wandfarbe dann doch noch mal umpassen möchte. Und wenn ich halt vorher schon alles angepinselt habe, mache ich mir halt natürlich die doppelte Arbeit. Deswegen platziere ich jetzt erst die Möbel und dann gucke ich mir die Wände noch mal an. Da das hier jetzt ein Starterhaus wird, muss ich ein bisschen aufs Geld achten. Wir sind jetzt hier bei 12.400 Simoleons. Da kann ich jetzt natürlich nicht 8 Fernseher in die Bude stellen, ne? Da muss ich ein bisschen gucken. Ich mache das immer von Raum zu Raum, ne? Dass ich dann hier erstmal natürlich ein Bett reinstelle. Dann kommen wir hier ins Bad, machen erstmal Sanitäranlagen, Kühlschrank und sowas. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. Dann stelle ich hier jetzt erstmal ein Doppelbett rein. Ich mag zum Beispiel dieses helle mit dem Holz. Das harmoniert mit dem Boden hier ganz gut. Passend zu dem Holzbett nehme ich einfach diese beiden Beistelltische hier und packe die hier neben das Bett, damit hier natürlich auch Ablagefläche ist. Ich baue im Bad zum Beispiel immer gern so eine Trennwand, dann kann ich hier nämlich so eine Dusche reinbauen und hier eine Badewanne. Ich finde übrigens die billigste Dusche, die sieht immer so ein bisschen schäbig aus und dann gebe ich da lieber so ein paar Simoleons mehr aus für diese edlere Dusche hier. Mein nächster Tipp für euch ist, baut bitte nicht diese hässlichen Waschbecken hier hin. Ja, das sieht einfach nicht schön aus. Nehmt stattdessen diese Theken. Da sieht sogar die günstige Theke in Weiß ziemlich gut aus, wie ich finde. Dann baut ihr eine äußere Ecke dazu. Mal als Beispiel. Lasst hier ein Waschbecken ein und schon sieht diese Waschecke optisch viel aufgewerteter aus, als wenn ihr da so ein Gammelwaschbecken hingestellt habt. Und ihr könnt hier auf diesem Teil der Theke sogar so optisch für die Deko zum Beispiel noch Handtücher ablegen oder einen Zahnputzbecher hinstellen. Und schon sieht euer Bad einfach optisch ein bisschen besser aus. Hier werde ich jetzt einfach eine ganz normale spartanische Küchenzeile hinbauen. Da das hier ja tatsächlich ein Starterhaus ist, werde ich hier auch die günstigen Küchenmöbel einbauen. Wer natürlich ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hat oder das Haus einfach direkt krass mit Sheets einrichten möchte, der kann natürlich dann auch hier zu besseren Mitteln greifen und dann auch die Küche noch wesentlich verschönern. Ich baue jetzt natürlich hier erstmal eine spartanische Küchenzeile, damit diese Personen jetzt hier einfach, naja, kochen können, ne? Hier richte ich jetzt nun eine Kombination aus Wohn- und Essbereich ein. Dafür gibt es jetzt hier erstmal so eine kleine TV-Bank.
Ich nehme hier tatsächlich auch immer sehr gerne eigentlich die günstigen Möbel, gerade weil es hier eben auch ein Haus für Starter-Sims ist und die ja meistens da nicht so viel Geld haben. Und im Laufe des Spiels kommt man ja eh dazu, immer ein bisschen Geld mit den Sims zu verdienen. Und dann kann man immer noch die Sachen ein bisschen aufwerten, falls sie dann irgendwie so ein qualitativ Top-Sofa haben wollen. Kann man das natürlich machen im Laufe der Zeit. Ich finde, es gibt immer so kleine Sachen, womit man das dann hier aufwerten kann. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Teppich hinbauen, dann sieht das optisch auch schon mal ganz anders aus. Dann können wir zum Beispiel hier einen Teppich hinbauen und hier. Dann können wir hier noch einen kleinen Couchtisch hinbauen. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal den hier. Dann können wir hier irgendwie noch so ein paar Pflanzen platzieren. Hier zum Beispiel in der Ecke. Hier auf dem Tisch kann man immer gut Pflanzen platzieren, finde ich. Und schon sieht das hier optisch einfach ganz anders aus. Dann haben wir noch ein paar Simoleons übrig, um diesen kleinen Extra-Raum hier zu gestalten. Das würde natürlich ein bisschen langweilig aussehen, wenn hier einfach nur ein Schreibtisch und ein Stuhl drin steht. Da gibt es auch einfach so ein paar einfache Sachen, wie ich finde, die man machen kann. Zum Beispiel, dass wir das jetzt hier erstmal in die Ecke stellen. Dann baue ich hier einfach noch eine kleine Sitzgelegenheit mit ein. Dann baue ich hier einfach noch diesen Teppich mit rein. Und für die Optik gibt es dann hier so ein kleines Buch, so als ob man da vielleicht gerade dran arbeitet. Und schon hat man mit ein, zwei extra Sachen seinen kleinen Arbeitsbereich hier optisch schon ein bisschen verschönert. Wer nun mag, kann ein bisschen in seiner Wohnung herumschauen und schauen, was er vielleicht optisch noch aufwerten möchte. Ich mache das gerne immer mit den Wänden. Zum Beispiel im Wohnzimmer, also gerade so in modernen Neubauten, gibt es ja auch oft, dass die Wände so steinbesetzt sind, einfach so zur Optik. Da würde ich zum Beispiel jetzt diese beiden einfach mal so optisch hervorheben und da wirkt gleich dieses ganze Raumambiente schon komplett anders. Das kann man hier zum Beispiel im Schlafzimmer, wie ich finde, auch einfach machen oder auch hier in diesem kleinen Arbeitszimmer. Und schon hat man optisch seinen Bereich hier auch ein wenig aufgewertet. Fürs Bad finde ich übrigens immer noch mal ganz schick, wenn man hier hinten diese Bereiche, die auch eigentlich mit Wasser in Berührung kommen und ja eigentlich auch mit Fliesen ausgestattet sind, zumindest diesen hinteren Bereich hier noch mal mit Fliesen abgrenzt. Das hebt das Bad optisch auch noch mal ein wenig ab, wie ich finde. Ja, und so haben wir dann anstatt diesem Kasten hier dieses Haus im modernen Baustil gebaut. Diese Bautipps richten sich auch eher an die Sims-Anfänger unter uns, die tatsächlich eher erstmal nur Kästen gebaut haben und einfach auf der Suche sind nach leichten, einfach umsetzbaren Anfängertipps, um erstmal von dieser Kastenbauweise loszukommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Tipps mit an die Hand geben, dass ihr auch ein bisschen was davon umsetzen könnt und hoffe, dass ihr bald keine Kästen mehr baut. Tatsächlich haben mich einige nach diesem Video gefragt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit weiterhelfen. Dann erstmal vielen Dank fürs Reinschauen bis hierhin und vielleicht sehen wir uns ja in weiteren Bautipp-Videos wieder. Bis dahin!